Heute ist der 20. Noch 5 Türchen. Hallo Freunde des Star Wars Kunststoffkalendariums. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan. Und heute ist der 20. Dezember 2021. Das heißt, wir öffnen das 20. Türchen des Lego Star Wars Adventskalenders. Es ist da unten. Da fällt mir schon dieser Spritzendruide um. Den lasse ich liegen. Der fällt eh wieder um. Und wir gucken mal, was sich dahinter verbirgt, oder? Jawohl, ja. Was ich mir übrigens mal wünschen würde für so ein Star Wars oder für so einen Adventskalender von Lego generell, dass sie so eine Grundplatte in der Größe mit reinschieben, oder? Das wäre doch cool, dass man die Sachen überall hinstecken kann. Dann fliegen die nicht einzeln irgendwo rum. Dann wird das Ding wahrscheinlich 40 Euro kosten oder noch mehr, weil eine große Grundplatte dabei wäre. Aber das wäre toll, oder? Eine Grundplatte. Manu. So, 20. Türchen und wir haben... Na, ja, den... Droiden aus dem Mandalorianer, der erst mit böser Feuerkraft agiert und dann später zur quasi Grogu-Nanny avanciert. Ja, ich muss sagen, wie mache ich das jetzt vorsichtig? Diese Droidenfiguren sind für mich keine wirklichen Figuren, wenn ich ehrlich bin. Es ist okay. Es ist okay. Was hier halt hübsch ist bei diesem Kollegen, ist, dass sie den Kopf bedruckt haben. Das ist schon nett. Ich habe den Kopf auch noch falsch rumgehalten. Ja. Also der Teil sieht gut aus, keine Frage. Aber ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt unsterblich in so ein in das Droiden-Ding hier verliebt. Wie rum hätten wir es denn gern? Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Das kommt da rein. Die Noppe kommt scheinbar nach hinten. Okay. Plate modified mit einem Stud drin und das wird dann scheinbar... Ja, ich weiß das jetzt auch nicht so genau. Ja, der kriegt scheinbar irgendwas auf den Rücken, aber man sieht es halt nicht. Das ist so ein bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Aber andererseits ist das dann halt auch noch so. So, dann kriegt er seine Ärmchen. Und dann kriegt er seine Beinchen, die sich übrigens nicht einzeln bewegen lassen, sondern das ist ein Teil. Okay. Ja, dann steht er da. Und ist lang und grau. Und ja. Ja. Und wir haben auch noch Ersatzärmchen, falls er irgendwie sowas klammern soll und nicht nur so, dann kann man die Ärmchen austauschen. Und das Ding hier weiß ich nicht, ob das richtig rum ist überhaupt. Es ist halt dran. Ja. Für Fans dieses Droiden. Ist für mich keine Figur. Also ich hoffe sehr, dass sie das nicht als Figur zählen, weil das ist im Endeffekt nur kleinteiliges Gedöns mit einem Print. Der Print ist schön. So handhaben wir das. Wir müssen damit leben, oder? Genau. Vielleicht hat euch das ja richtig Spaß gemacht. Wer weiß. Schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr bisher von dem Kalender haltet, weil ich finde, die Figurenauswahl, jetzt mit Ausnahme des Droiden, es gibt Leute, die mögen das und es gibt andere, die mögen das nicht und man kann nicht immer allen gefallen. Von daher ist es völlig fein. Bis auf ein, zwei Ausnahmen bei den Schiffen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie sein sollen, finde ich, ist die Ausbeute eigentlich ganz cool. Also sind für mich diverse Highlights dabei. Die drei Minifiguren, die wir bisher bekommen haben, sind klasse. Auch die Bauten dazu finde ich völlig in Ordnung. Also für einen Adventskalender, ich bin bisher ziemlich zufrieden und ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, ihr freut euch mit mir und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Denkt an Daumen, Abo und Glocke und ich sage wie immer vielen, 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 vielen Dank, dass ihr hier zuschaut. Macht euch einen tollen Tag. Bis morgen. Macht's gut.